So, ihr Lieben, wir zwei haben jetzt wieder ein riesengroßes Experiment gemacht. Und jetzt seht ihr, was da dabei rauskommt. Wir wissen im Vorfeld nie, wie wir die Torte verzieren. Wir schauen immer, was ist zurzeit im Angebot, was müssen wir verwenden. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und Simone, du warst jetzt ein großer Unterstützer und hast natürlich einen großen Teil selber gemacht. Jetzt muss ich dich fragen, wie viel Eierbiskuit ist das jetzt? Das war jetzt ein Drei-Eier-Biskuit. Das war jetzt ein Drei-Eier-Biskuit, ja. Und dieser Drei-Eier-Biskuit wurde gebacken im Ring 20, stimmt's? Ganz genau. Oder 22? Das ist jetzt ein 20. Das ist jetzt der 20er Ring. Und schaut, es passen 2 20er Ringe auf einen Rost. Und die Simone hat mir gerade gesagt, sie hat ein 6-Eier-Biskuit aufgeschlagen und hat es auf 2 Ringe verteilt. Wir können aber auch hergehen und können einen 20er Ring nehmen und einen 18er Ring, das passt auch. Wir können aber auch 22 nehmen und einen 18er dazu. Also sie können immer eine größere Menge Biskuit aufschlagen, können das teilen, können das mit Kakao, Nüsse, Mandeln mischen und können 2 verschiedene Böden backen. So, Simone, und jetzt hast du das Ganze natürlich ein paar Mal durchgeschnitten, da bist du Künstler. Meister. Und dann hast du gefüllt mit was? Das ist jetzt mit Lumara Heidelberg. Heidelberg Cassis heißt es. Ja, Elko. Elko, das ist nicht Lumara, das ist Elko, aber das kriegt sie ja bei Lumara auch. Ne? Heidelberg Cassis und Sahne und Quark. Genau, Quark und Sahne und ein bisschen Erdbeerleimes. Ja, und was haben wir neu? Das ist die teuerste Torte, die wir heute hergestellt haben. Eine Packung Himbeeren und eine Packung Heidelbeeren haben wir rein. Und das in Bioqualität. Also das ist jetzt die teuerste Torte. Und die Simone hat halt schon zu mir gesagt, weißt, hat gesagt, jetzt im Winter diese Teile kaufen. Wenn wir sowas kaufen, dann kaufen wir das einfach in Bioqualität. Keine Ahnung, man weiß nie so richtig. Ne? Und ob die im Sommer besser sind, weiß auch keiner. Wir haben keine Himbeeren im Garten und keine Heidelbeeren. Wir haben auch keinen Wald. Infolgedessen bin ich immer aufs Kaufen angewiesen. Aber wie sie die Torte füllen, das überlassen wir ihnen selber. Simone, dann hast du oberweiß abgestrichen mit Sahne, gell? Ja. Und was wir gemacht haben. Von dem Heidelberg Cassis haben wir etwas weggenommen, haben das abgesiebt, damit keine Fruchtstücke drin sind. Und dann mit Sahne gemischt und haben das in unsere Matten gestrichen. Und das Ganze haben wir eingefroren. Also Sie können die Matte genauso mit Cremen verwenden, aber Sie müssen es halt eingefrieren und dann warten, bis es durchgefroren ist. Und dann kann man das wunderbar rausdrücken und zum Verzieren verwenden. Oder mal als Dessert auf dem Teller drauf ist es schön. Wir hätten es jetzt auch mit Schokolade machen können, wir hätten es auch mit Jelly kochen können, mit Fruchtpüree, mit allem Möglichen. Und das haben wir in den Donuts auch gemacht. Da drückt es drauf und dann kommen es raus. Ich kann es jetzt bloß nicht mehr machen, weil wir haben schon länger raus. Die gehen schon wieder ein bisschen auf. Also einfach draufdrücken. Die müssen richtig schön durchgefroren sein. Und dann haben wir überlegt, wie verzieren wir es. Simone, was hast du dann gemacht? Erzähl. Die schaut gigantisch dann aus. Dann ist das entstanden im Ton, gell? Sag im mal, Ton, du hast die auf der Seite hingelegt und wir haben dann noch kleine Tupfen gespritzt mit der kleinen Lochtülle. Und die haben wir teilt oben für die Stücke, dass auf jedes Stück was drauf passt. Die Flaschen da teilt 4 oder 6? Das haben wir einmal immer die Hälfte und ja, dann nochmal durchschnitten. Ja, genau, ja, dann genau. Haben wir es in 4 geteilt. Ne? Und schaut mal, wie toll das ausschaut, in welcher Farbe sie das machen. Das ist doch ganz wurscht, egal. Aber ich finde jetzt ein Traum am Buffet und eingeteilt haben wir es auch noch in 12 Stückchen. Und solche Sachen, wenn sie am Buffet standen haben, da steht jeder vor Bewunderung da und sagt, wie haben die das gemacht? Aber sie haben ja das Video von uns angeschaut und darum können sie sowas machen und sie müssen überhaupt nichts können, weil das funktioniert hervorragend. Und die kleinen Ringe sind schon unsere Lieblingsringe, weil jetzt können wir 2 Stück auf einen Schlag backen und wir haben hinterher 2 schöne Tortensteher, 12 Stückchen eingeteilt und so kann jeder 2 Stück Torte essen und nicht ein Riesenstück große Torte. Ich hoffe, haben wir was vergessen, Simone, oder haben wir jetzt alles gesagt? Ich denke, wir haben alles gesagt. Die Simone denkt, wir haben alles gesagt und jetzt hinein ins Vergnügen mit dem Backen. Wir wünschen Ihnen ganz arg viel Spaß dabei und denken Sie immer dran, diese Teile sind super. Da kann man ganz, ganz viele Sachen machen. Schauen Sie die Videos an. Wir zeigen ja so viele schöne Sachen, die Sie wunderbar nachmachen können. Wirklich für uns Hausfrauen und, ich muss dazu sagen, für uns Hausmänner natürlich auch. Die wollen wir auch nicht, müssen wir auch erwähnen, weil es gibt sehr viele Männer, die sehr schön backen, die wirklich die Konditore und. Also ihr Männer seid natürlich auch erwähnt. Ganz, ganz wichtig. Gell? Also, wir wünschen was, Simone. Ja, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.